Compilations zu sehen sein. Noch jetzt mehr als ein halbes Jahr später gab Kevin sein Comeback auf Twitter preis. Wir will Twitter Post sehen. Ich mach nur Spaß. Hey, jetzt kann er wieder drin vorkommen. Perfekt. Hallo! Darf man Auto fahren und gleichzeitig Twitch streamen? Komm in 180! Ist der dumm, Alter? Ich komm in 180 Sachen an, Schoss, und du bist so bescheuert und fährst da raus! Das war kurz richtig brenzlig, Alter. Rosa! Was auch nicht, das anders. Aber kein Chat lesen. Also, TTS wäre okay. Ich kann mich nicht aufregen. Den ganzen Tag kann ich mich über solche Idioten aufregen. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ey, keine Ahnung, was da gerade alles passiert ist, Hilfe. Hey, wer ist das denn, Digga? Jetzt sehe ich das erste Mal die Videos. Ist das ein neuer Streamer oder Newcomer oder was? Mein Gott, ist der hässlich, Digga. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Denkt ihr, irgendwann wandelt Kevin... Also denkt ihr, der geht irgendwann richtig in Musik rein und scheißt du auf Twitch? Bei ihm kaputt, Digga. Jetzt schaut euch mal den Innenraum an. Das ist halt schon wieder... Das ist halt schon krass. Also was ist das für ein Vibe? Warum feiert der Gelb so in der Kombi mit Lila? Gelb mit Lila habe ich noch nie kombiniert. Lakers. Lakers, Gelb, Lila. The Hotel Office around 48. Sieht auch cool aus. Gelb und Lila kann zusammen richtig cool aussehen. Oh, die Haare. Ich glaube, die Rohat-Szene im neuesten Video kam gut an. Warum hast du diese Wette abgeschlossen? Guck mal, er hat gesagt... Sehr, sehr stark an dieser Stelle. Guck mal, er hat gesagt... Sehr, sehr stark. Hast du es noch nicht gesehen? Er hat gesagt... Sehr, sehr stark. Der wurde nicht so hochgenommen. Ja, wer wettet auf 10.000? Das ist voll viel Geld. Hilfe. Na okay, die haben wahrscheinlich auch krass viel Geld und 10.000 nicht so viel. Im Endeffekt sind 10.000 einfach verloren, weil du auf die falsche Person gewettet hast beim Boxen. Ich werde doch dieses Kiffer-Image niemals los. Junge Heranwachsende in der Sucht. Marihuana. Harmloses Gute-Laune-Mittel oder doch gefährliche Droge. Mein Weed, mein Gas, mein Stash, mein Fisch, mein Bobo, mein Ganja, mein Pop. Die Aufnahme ist nicht entstanden, nachdem man Nutella gegessen hat. Mein Sensi, mein Push, mein Haze, mein Haze, reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Wir haben ihn begleitet. 18 Jahre alt, fast 500.000 Follower auf der Plattform Twitch. Doch er hat ein schweres Problem. Ja, ganz ehrlich, manchmal riecht man Klamotten, um zu checken, ob die frisch sind, frisch gewaschen oder so. Irgendwann verliert man mal den Überblick. Yeah, he helped out for the homeless kids in New York. My name is Cordell, with two kids. Alles kleine Spindle, Kinders. And I said, don't go. German, we love you. I'm in a shelter with three kids and a wife. Ich höre gar nichts, außer Danko. Ich bin voll high, Digga. Oder cringe. Thomas, richtig rein. Nein. Wenn ich dip, Bruder. Wenn mir dip gut schmeckt, dann mach ich diesen hier. Das hab ich davor genauso gemacht. Nope. Oh, mashallah. Oh, der Boden. So, bitte. Ja, Pizzaofen aus Italien. Aus Italien? Hat er bestimmt mal, aber auf keinen Fall so oft wie du. Onkel Mutter hat hier alles unter Griff. Was ist noch? Moin, moin, ihr Schlingel. Hoffe, euch geht's gut. Habt einen schönen Tag in den Start gehabt.
singen wie Keanu Reeves gerade. In der nächsten Stunde, zwei Stunden in meinem Plätzchen, Digga. Jo, ich denke, wir haben noch eine fette Aktion bei euch im Shop. Wieso heißt du überhaupt Big Soße, Digga, wenn du keine Soße so viel mitkriegst? Sosa, nicht Soße. Unlabiler, so war ich hier sitze. Wenn du noch heute einmal Dummkopf zu mir sagst, willst du sagen, dass ich hier bin? Digga, guck mal! Ja, auch mit deinem scheiß Nutella-Brot, das war zu viel Nutella, du natürlich nicht wert. Ach, ihr könnt mich am Arsch lecken, ekelhaft. Also, manchmal schmeckt, also schmeckt schon, wenn die Schicht auf dem Brot nicht so dünn ist, aber wenn es zu viel ist, dann ist es zu viel. Schmeckt es manchmal komisch. Dann kannst du auch gleich einen Löffel nehmen und einfach Nutella löffeln. Aber ich fühle, dass die Schicht manchmal bei anderen Leuten zu dünn ist. Das Gefühl, nehmen so wenig und dann ganz leicht, dann noch schön Brot durch die Schicht Nutella sichtbar ist. Vertraut mir. Fragt Rohat jetzt, wie er das fand. Er fand es lecker. Er sagt, es ist eklig. Ah. Bruder, wenn Rohat zu euch sagt, das ist eklig, dann ist er Wallabila, der größte Sohn, den es gibt. Ich sag dir hart auf hart, ist schon eklig. Und weil ich weiß, dass du das hier siehst, will ich dir jetzt noch zeigen, was Rohat und Abo noch alles so bei dir zu Hause anstellen, außer zu klauen. Warum klauen die bei mir immer alle? Erstens, sie krümeln und furzen alles voll. Deswegen Schokolade, Digga. Zweitens, sie füttern Kylo falsch und zu viel. Du musst stehen bleiben, warte, dann gebe ich dir sonst was nichts. Ja? Warte, ich hab nicht okay gesagt. Ich hab nicht. Er ist das einfach. Okay, noch einmal, aber noch nicht. Ja, weil sein Härchen nicht da ist. Oh, das ist runtergefallen. Oh je. Drittens, sie machen komische Sachen auf deinem Teppich. Die kurische Maschine. Ja, wo war denn Monte? Darf ich vorstellen? Eine Badewanne. Oh. Okay, ich glaube, du hast jetzt genug gesehen, um zu wissen, dass das mit den beiden nicht mehr lange gut geht. Wenn du nicht schnell handelst, passiert bald sowas. Wild. Denk gar nicht, hä? Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. War das gerade die Bruce Willis-Stimme? Endlich Farbe dieser grauen Ecke. Aber es gibt eine Person, die beim Spielen noch mehr Spaß und gute Laune hat als Carsten. Ich kapier es nicht! Drachenlord bei Assassin's Creed. Ich kapier das einfach nicht! Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Ich hoffe das nicht! Das ist nicht normal! Assassin's Creed, mehr Spielspaß denn je zuvor. Verdammte Scheiße! Ich hasse es! Gamer, aufgepasst! In unserem neuen Teil Assassin's Creed Valhalla erwarten dich... Willkommen! Boah, ich krieg die Glänze! Hängt eure Gegner. Halt die Fresse, das interessiert mich nicht! Assassin's Creed Valhalla. Was machst du da? Du scheiß Idiot, Alter! Verflucht doch mal! Ich hasse das! Gib mir mal kurz ein Energy holen. Ich bin niemand, der wahllos rumbrüllt. War ich damals nicht, bin ich heute nicht. Was soll denn machst du da, Kamera? Du blöder Hüftsau! Was du hier machst, Alter? Du sollst da los! Ich raste aus mit der Steuerung! Was ist das? Jeder gute Gamer weiß, es liegt natürlich nie an einem selbst, sondern immer an der Steuerung. Was ist das mit der Steuerung? Hier liegt es dazu auch noch am Endgame-Charakter, den Rainer steuern muss. Verdammt nochmal, Ezio! Ezio, hey, hör auf mit der Scheiße! Hör auf, Ezio! Ezio! Ezio, du bist ein verdammter Vollidiot! Mann, Ezio, also ohne Scheiß! Ach komm! Wer ist Ezio? Ich hab mal Assassin's Creed gespielt, aber pass auf. Da war ich so jung, ich hab das auf dem PC von meinem Bruder gesehen. Hab's einfach gespielt. Ich glaube, irgendwann kam ich nicht mehr weiter, aber ich hab's einfach gespielt, ich fand's cool.
Aber ich war übel jung. Alter, Ezio. Der macht schon wieder nur, was er will. Ezio, was tust du denn da schon bitte? Vollidiot! Was tust du denn da schon wieder? Schauen wir mal, ob Rainer und Ezio gemeinsam ihre Quest erfüllen, diesen leuchtenden Mann hier zu fangen. Was zur Hölle machst du da? Du scheiß Idiot, Alter! Verflucht nochmal! Ich hasse das! Papa-Platte ist ein Verlauf, keiner guckt seine Streams. Halbe Stunde ist er into it. Ja, interessant. Video auf jeden Fall.